So, und weiter geht's bei Iron Man Ultimate Smash Teil 2. Mein Name ist Kaito, an meiner Seite ist Dimensio. Und ich versuche jetzt mit Richter Dimensio als Fox zu besiegen, endlich, damit wir das hier einfach einmal beenden können. Was euch vielleicht auch auffällt, wir haben jetzt keine Stage gewählt, ich habe nämlich die Regeln verändert. Und es ist jetzt eine zufällige Stage und es ist auch der Omega-Modus. Und man kann nicht nach Hause drücken. Ja, genau. Das, weil gewisse Leute das nämlich ausgenutzt haben. Was kann ich denn dafür, wenn du dich kratzt? Ich habe abgelegt, weil du gesagt hast, lass mal kurz Pause machen, mir tut's weh. Nein, mir tut's eigentlich weh, ich wollte nur mehr einmal so durchschnaufen. Omi, Omi! Ah! Hadouken! Hadouken! Mich mehr! Okay. Hat sie genug, dass ich das den ist so ja auch dein Main, ne? Gegensatz zu mir. Das ist nicht mein Main. Ich habe einfach so lange gegen Level 9 Fox gekämpft, bis ich jeden besiegen konnte mit Richter. Ja? Ja. Mit allen Charaktere? Nein, nur mit Richter. Okay. Ich wusste ja, ich froh, ne? Ich übe ja nicht. Was da auffällt, ne? Piranha-Pflanze haben wir jetzt, das ist ein DLC rausgekommen. Ja. Aber die machen wir als letztes drei Hände dann dran. Die kommt hinten dran, ja. Wenn hier weitere DLCs auch dabei sind, glaube ich, oder? Ja, genau. Die ja, oder je nachdem, wie lang, je nachdem wie... Der zuerst durch ist, darf der benutzen. Ja, ja, ja. Der andere, der muss da mit seinem schmächlichen Fox dann halt, jetzt spielen. Ich hier... Nein, kannst du nicht. Nach oben Attacke machen? Doch, so. Achso, das, ja. Was wolltest du denn sagen? Ich weiß nicht, was du vorhattest. Ich dachte, gewinnen. Nein. Das wirst du nämlich erstmal jetzt nicht mehr. Fangen! Nein. Du bist doch ein Fuchs, oder? Ja. Fuchs müssen doch auch apportieren können. Fangen! Falco hier mal? Ja, kommt der direkt kommt, danach? Der kommt später. Nein, ne? Nein, ich glaube nicht. Der kommt irgendwann später, glaube ich. Oh shit, ich stand in die falsche Richtung. Ich dachte, ich soll nicht mehr gewinnen. Ja, ich konnte mich nicht mehr retten, weil das immer noch eine scheiß Attacke ist von dem. Ja. Du hast geübt, auch. Mit Richter. Also. Ich hab's auch mit niemandem geübt. Ach so, okay. Und ansonsten habe ich mit der Piranha Pflanze wieder gespielt. Hast du sofort gewonnen. Wieder oh, Pikachu! Jetzt kannst du mich von mir aus immer besiegen. Was für den Rest des Spiels Pikachu bist? Ja! Du weißt, dass das keine Vorteile bringt, ne? Aber okay, machen wir. Gerne. Aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Okay. Okay, und was euch aufgefallen ist, Omega Stage, aber hatten wir ja gerade schon gesagt. Ja, Kaito. Das wissen wir alle, das sieht man ja auch. Stirb, du scheiß Ratte! Ich konnte dich noch nie leiden! Raichu ist viel besser! Pikachu kann ihn wenigstens. Raichu findest du besser? Ja. Pichu? Nein, Pichu ist kacke. Findest du Pikachu da besser? Ja. Bei mehr Verwendung. Ah, shit. Sei ehrenhaft und lass mich landen, du Drecksau! Natürlich kämpft er nicht ehrenhaft. Aus dem Weg, du kleine Ratte. Okay. Weg mit dir. Aber weißt du, was der Vorteil ist? Was? Jetzt kannst du nochmal mit ihm kämpfen. Ja. Naja, mach ruhig, ist mir egal. Solange ich jetzt Riemen und Richter los bin erstmal. Aber ich denke mal, irgendwann werde ich mit Pikachu wahrscheinlich nochmal gewinnen. Ja, ganz ne? Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit jedem jetzt da durchrasch. Ne? Oh, ich habe mit jedem Charakter gegen Pikachu gekämpft, um zu lernen, wie ihn zu kämpfen. Ja. Einige kann ich mit ihm besiegen, einige kann ich schwieriger mit ihm besiegen. Dein Main hattest du schon, ne? Melinda war ja dein Main. Ja, Melinda war mein Main. Ist schon vorbei, ne? Oh ja, obwohl King K. Rool war auch mein Main, aber... Naja. Jetzt okay, Pause, Kaito! Kannst du nicht. Mann! Gibt es nicht mehr! Keine Pause mehr für dich. Du kleine gelbe Ratte. Ich glaube wirklich langsam, ne? Ja, ich bin langsam. Aber dafür, wenn ich treffe, bin ich umso stärker. Ja, sind die denn wirklich stärker dann, die Charaktere? Die machen mehr Schaden, ja. Also die neuen als die alten? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was haben sie denn mal gemacht, dass die neu sind, ne?
Ah, was, du lebst noch? Nicht mehr lange. Oh, shit. Das ist tot. Pikachu, wenigstens so spielt Pikachu gerne. Stirbst du jetzt mal endlich? Nee. Okay. Dann stirbst du aber jetzt. Okay. Dann darfst du jetzt den Rest des Abenteuers mit Pikachu gegen Pikachu kämpfen. Von mir aus. Aber immer habe ich einen Charakter, den ich mag. Ich besiege jetzt deinen Hauptcharakter mit allen anderen Charakteren. Hauptcharakter ist ja junger Link, ne? Junger Link, ja, glücklicherweise ist er ja schon tot, oder? Nee, den hast du noch vor dir, stimmt, der kommt ja der erst. Achso, da kommt der. Inkling. Ich dachte, der kommt ja mal in der dritten Reihe. So, Zeit für ein bisschen Farbe im Spiel. Mhm. Habe ich gesagt, weil ich ein Inkling bin, nicht weil ich, naja, ihr wisst schon. Diesen Inkling gewählt habe. Achso, gehen wir dann nach rechts jetzt rum, weil du rechts rumgegangen bist. Ich dachte, echt? Wir gehen dann mal links, aber wieder. Machen wir es halt so. Das war knapp. Beinahe schon getötet. Ja? Ja, ja. Hätte ich von mir aus gerne gehabt. Man hört den Controller geklappt. Weil wir total sweaty sind jetzt und versuchen zu gewinnen. Ja. Du willst mit deinem Main nicht verlieren. Deinem zweiten Main. Ich hab mehrere. Friss meine Rolle. Lebe noch! Bitch! Hm. Verdammt daneben. Shit. Ich lebe noch! Ich lebe immer noch! Ja, sei froh, weil dann kann ich nämlich Pikachu da spielen. Ja. Oh Mann, Pakalto, Mann! Tschüss, Pikachu. Ich wollte Pikachu noch ein bisschen länger. Ja, ja, ist egal. Nicht so wichtig. Also gehe ich dann auch da nach links dann, ne? Ja, also ja, würde ich sagen. Aber wenn die erste Reihe vorbei ist, gehe ich ja nach Peach, weil du es ja auch gemacht hast mit Inkling. Ja, ich dachte so, oder? Ach so, weil ich dachte, wir gehen ja wieder so rum. Ich dachte, wir gehen... Ja, okay, ich wusste es nicht. Jetzt ich machen wir es so. Du bist Luigi, ja? Nicht wieder. Also von mir aus gerne, ne? Aber... wenn ich dann gewinne, ist auch wieder... Nein. Du bist ja schon Luigi nehmen. Okay. Grün gegen Grün. Zeig, was du drauf hast. Auf jeden Fall. Immerhin ist Fox weg, ey. Aber Falco kommt noch. Ja. Und Wolf. Ja, die aber auch. Ja, ich kann die schon spielen. Okay. Wollte ja nur sagen, sind denn schon alle Charaktere, die nicht kannst, denn schon weg bei dir? Nee, leider nicht. Den kannst du ja nicht. Das verrate ich dir doch nicht. Willst du dann rausfinden? Ja, ich kann Melinda nicht, wenn ich wissen will. Aber ja, ich glaube, die kommt schon erst so spät. Ach, das wusstest du schon? Ja, das ist mir jetzt schon mal erzählt. Da hätte ich mich dran. Okay. Oh, schon. Nein, Kaito, du bist doch nur so ein Inkling. Hast du Splatoon gespielt? Nein, habe ich ehrlich gesagt noch nicht. Also weder 1 noch 2 oder so. Deswegen. Fandest du nicht so gut? Ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie... kein Bedürfnis danach, das zu spielen. Oh, ein Kaito. Nice. Ich fand Splatoon schon mal langweilig. Ich fand die Sprache recht lustig, die wir erfunden für sich, aber, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen... jetzt gibt's wahrscheinlich Splatoon-Fans. Splatoon 2, ja, also was ich... jetzt uns haten. Ach, ist nicht so schlimm. Was ich nur ganz interessant fand, sie haben mir bei Splatoon 2 neue Charaktere rausgebracht. Die eine heißt Pearl und die andere heißt Marina. Und da habe ich jetzt mal nachgeforscht, so aus Interesse halber. Ich habe festgestellt, dass Pearl ist ja klar, ist Perle, ne? Ja. Und Marina kann man auch noch quasi übersetzen, ist im Grunde eine bestimmte Art von Hafen, also Harbor auf Englisch, ne? Ja. Das heißt, die beiden heißen dann Pearl Harbor. Weißt du, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Das Spiel kommt ja aus Japan und du weißt, was in Pearl Harbor passiert ist, oder? Oder muss ich das erklären? Ja, weiß ich. Die Bombardierung von den amerikanischen... Nein, falsche Richtung. Aber egal, ich rette mich so. Nein, tust du nicht. Doch, sie sterben einfach so einfach? Ja, ich hatte es gehofft zumindest. Luigi kann hier auch ein bisschen. Ist mein schlechtester Charakter. Aber kannst du ihn so gut wie ich Bayonetta kann?
Herbie ist schlimmste Charakter, finde ich. Echt? Elf nur als Fox? Aber der, den habe ich ja schon hinter mir, ne? Ja, Kirby hast du schon hinter dir. Den hast du schon erfolgreich besiegt. Eine scheiß Sprungattacke immer. Ach, diese... Okay. Was? Was? Ich war noch nicht weg. Was? Aber das war jetzt nicht mit der Pause drücken, ja? Ja, aber ich habe meine Smash ausgeführt. Wie hast du mich mit deiner Smash getroffen? Was für ein Bullshit war das denn? Ja, ich kann auch einer meiner Lieblingscharaktere. Du hast dich unter meiner Attacke geduckt. Ja, okay, das ist nicht schlimm. Mit Bayonetta spiele ich an sich gerne. Ich kann auch einer meiner Lieblings. Oh, so, falsche Farbe. So. An der Farbe liegt. Natürlich. Wie immer. Ich brauche die richtige Motivation. Du willst es doch spannend halten, ja, Kaito? Also muss ich auch ab und zu mal einer oben. Von mir aus könnte ich dich auch Hosso vernichten. Hast du ja. Das wär mir auch lieb. Wenn du jetzt keinen mehr anderen wählst, als nicht. Jetzt meinst du. Ja, wie auch immer. Stirb, du kleine Ratte! Ja. Was denn? Eine Chance. Sehe ich jetzt nicht. Au. Du und dein scheiß Baseballschläger. Warum konnte ich nicht mehr fliegen? Ja, aber jetzt bin ich auch nicht schlecht. Ach ja, da bin ich gestürzt, ja. Das ist ganz cool. Wäre ich ein bisschen näher an die Stage gekommen wieder. Vor allem, ich war an der Stage dran, warum hat er sich nicht festgehalten? Wer kommt jetzt? Captain Falcon. Mach ich einmal Cotton. Nee, wie heißt er? Falcon Punch. Punch! Dann ist mir ein Schirm weg. Das funktioniert nicht bei normal, bei 0 plus. Achso, ich glaube, so einen leichten Charakter kann ich auch leichter bekommen. Ja, ja. Leichtere Charaktere, aber. Dann geht zum Beispiel Kirby ist, ne? Sofort weg wahrscheinlich. Nee, nicht wahrscheinlich nicht sehr, ne? Weil Kirby kann fliegen. Ja, aber wenn du, wenn ich dich weg bin, dann bringt das auch nicht. Oh Mann, du bist so ein schneller Attacker. Du bist der schnellste Charakter im Spiel, stell dich mal nicht so an. Ja? Ja. Ich glaube, außer Fox ist Captain Falco der schnellste von allen. Was ist denn? Was ist denn mit deinem Punch? Was ist denn mit deinem Punch, ha? Wo ist er denn, hm? Große Fresse gehabt? Und jetzt auf die gleiche bekommen! Ich habe ja nicht gesagt, dass ich Captain Falcon gut spielen kann, ne? Meine, die ich gut spielen kann, die habe ich ja geschafft, ne? 0% vernichtet. Hast du schon mal ein Level 9er Netz schon mal gegen angetreten auf Computer? Ja. Die sind hart. Die sind übelst, weil die können sich mit ihrer Rettungsattacke aus jeder Situation befreien. Das ist so unfair. Ja! Und ich was der Hölle? Wie macht der das? Warte mal, wo ist meine? Okay, können wir losgehen. Corinne wird nun bekämpft. Mhm. Aus Fire Emblem. Was sagst du denn eigentlich zu den neuen DLC-Charakteren? Weil bekannt ist ja geworden, ne? Aber haben wir das gerade schon besprochen? Ich weiß ja, nicht. Ja, Piranha-Pflanze haben wir gerade schon erwähnt. Ja, also ich habe sie auch schon angetestet und ich muss ehrlich sagen... Piranha-Pflanze ist cool. Es ist so lustig mit ihr zu spielen. Es ist schade, dass immer noch nicht Waluigi dabei ist, aber... Vielleicht kommt er ja immer als DLC-Charakter. Ja, das wäre schon nice. Aber habe ich eigentlich keine Hoffnung drauf. Weil ich habe schon gehört, dass... Oder ich habe schon Vermutungen gehört, wer der neue Charakter sein wird. Oder die neuen Charaktere. Ja, einer war ja Joker, da habe ich erst an Batman gedacht. Habe ich ehrlich gesagt auch erst. Dann habe ich das Bild von dem Charakter gesehen, was geleakt wurde. Und dann habe ich gedacht, ist gar nicht von Batman, wie ist das? Ja... Und stellt sich wohl raus, ist wohl von Persona 5 ein Charakter, ein Spiel, von dem ich auch bisher noch nie was gehört hatte. Mhm. Aber ist wohl sowas ähnliches wie unser Tales of Symphonia Franchise, was wir da gespielt haben mal. Was würdest du halten, so Emil Charakter? Das wäre lustig. Und dann so ja? Als Hilfstrophäe Martha beschwören oder sowas. Weißt du, das wäre... Ja, das würde ich feuern. Au, verdammt nochmal. Kannst nicht treffen, was hinter dir ist. Ach nee, weißt du, mit Ganondorf bei Wii U Adventskalender so, du wolltest mich abhalten, ich so Ganondorf, bam, und hab dich immer weggehauen, weißt du noch? Ja, mega heiß. Konntest du nicht fahren, ne?
Ja, Gandalf ist langsam, aber seine Attacken sind brutal stark. Schwer, stärker als bei Captain Falcon. Oh mein Gott. Weißt du, was jetzt passieren wird? Du kannst ja gut. Das ist die Kombo Sau von Herrn. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt gut gegen Captain Falcon spielen kann, aber ich versuch's einfach mal. Ich versuche mal den neuen Cloud, den aus dem letzten Final Fantasy. Da hat er ja eine etwas andere Frisur und ich glaube auch ein bisschen mehr Leder. Er kann auch Limit, ne? Ja, ich könnte einen Limit-Schlag machen, aber ne? Der fühlt sich auch... Das ist sowas wie bei Little Neck? Ja, nicht ganz so, glaube ich. Oh shit, oh, das tat weh. Oh, scheiße, ja. Das war's. Ich sag ja, gegen Cloud ist ja ist ja fraglich, ob ich gegen Dingens Captain Falcon mal. Naja, weiter, ja. Ja, ich muss jetzt nicht zu meinem normalen Cloud wechseln. Dann kann aber diese Methode ist vielleicht besser, ne? Weil wenn einer immer verliert, kann der mit dem Charakter üben. Ja. Wenn nur so zwei, drei Kämpfe. Ja. Oh, du kommst jetzt zu Kummel, oder? Oh, ja. Ich habe ja auch dieses warte mal, ist das die Mütze? Das ist die grüne Mütze. Genau, das ist mein Lieblingspomelo. Okay. Mit der grünen Schlafmütze. Schlafmütze? Ja, hat sie doch da auch, ne? Ach so, okay. Ich habe ja diesen, hast du den Geisterbruder schon probiert? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht. Willst du spoilern? Ich wollte eigentlich noch was sagen. Genau, diese Attacke. Da hatte ich eins, da waren vier Pomelos gegen mich und die haben diese Attacke ständig gespammt. Ich hatte keine Chance. Vor allem, weil wenn die trifft, ist die extrem stark. Ja, dazu muss man halt eben unten sein. Oh nein. Oh, verdammt, warum kann ich ihn nicht treffen? Tschüss. Punch. Ach so, ich dachte, du kommst nochmal zurück, deswegen habe ich schon mal aufgeladen. Ach so, okay. Ich war mir nicht sicher, dass du wirklich tot warst. Okay, das ist sehr gut. Ja, so, ich glaube, das ist schon eine Kombo-Sau mit seinem Buster Sword, oder wie heißt das nochmal? Das hat einen Namen. Weißt du den zufällig? Limit ist das auf jeden Fall. Nein, das ist der Limit-Schlag, das ist was anderes. Okay, Ken. Und Ken kenne ich nicht aus, wenn du den meinst. Nein, ich meine aus Cloud. Das Schwert hat doch einen Namen. Buster Sword oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Final Fantasy 7 nie richtig gespielt. Nicht? Ja, ich auch nie. Trotzdem weiß ich den Namen. Die erste CD hat mal gespielt. Mein lieber Final Fantasy ist 9. Ich finde immer noch die Geschichte dahinter stark. Ja? Ja, von den Entwicklern. Weil sie haben gesagt, der Konzern ist fast pleite, es hat nur noch, wir haben nur noch Geld für ein Spiel. Aber das ist dann beim ersten Teil dann wohl ja. Ja, ja, das war nur der erste Teil. Und der hat so viel Geld eingebracht, dass er inzwischen Teil, wie viele sind es jetzt? 13 oder 9? 15. Ja, noch schlimmer. Verpiss dich, Pomelov. Der 15. Teil ist zum ersten Mal, Du bist zwar eine Fee und ich ein Käfer. Deutsche Synchro hat der zum ersten Mal, der 15. Echt? Reden die Deutsche da. Ja. Hast du schon mal gespielt, oder? Nein. Ich flieg nie raus, ne? Ja, doch, früher oder später bei genug Prozenten fliegst du. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Hadouken! Hui! Hadouken! Ah. Oh, shit. Aber ich komme zurück! Hadouken! Bats! Jetzt kommt Ryo, auch aus Street Fighter. Ja. So richtig, also ich habe auch mal diese professionellen Turniere gesehen, wo sie zum Beispiel was spielen, ne? Ja. Und halt einer mit Ryo die Mannschaft zerstört. Meine Güte. Man kann mit jedem Charakter wahrscheinlich gewinnen, ne? Ja schon, aber der hat Kombos da abgelassen, Alter. Ich habe noch nie mal gewusst, dass da solche Kombinationen funktionieren. Ja. Ich finde es auch schade, dass ich nicht als Ryo diesen Satsuni no Haru einsetzen kann. Nein? Oder auch Raging Demon. Hallo! Hallo ist cool. Hallo ist gleich tot! Später so Pummel auf dem Pummel. Guck, der hat die Mütze auf, jetzt sieht man es besser. Ja, ich sehe es. Vor allem wenn du ist ja cool, fliegst, ne? Die Mütze. Ja, passt ja zu Pummel. Obwohl eigentlich, Pummel schläft ja eigentlich weniger, ne?
Es ist ja eher so, dass es Leute zum Schlafen bringt. Ja, aber ich finde die so schön. Ich finde die so cool, die Mütze. Warte, ich muss mal im Auge kratzen. Okay. So. Geht's weiter. Ja, Pause-Taste gibt's ja jetzt nicht mehr. Nee. Nicht mehr. Aus dem Weg, Pummelloch. Hadouken. Okay, du. Ich kann die Attacken nehmen. Das ist irgendwie Spinning Kick of Diarrhea oder sowas. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall. Was zur Hölle war das? Ich bin weg. Ja, aber du hast mich mit der Smash getroffen. Und ich bin dazu gerufen. Nee, du hast mich mit der Smash. Du hast mich gleichzeitig getroffen, weil in dem Bild sah es gerade so aus, als hätte ich gerade so. Und du hast ja, nee, nice. Aber irgendwann willst du mich besiegen, weil... Ach nee, wieder irgendwann bleib ich halt ewig Pummelup. Dann wird's halt langweilige Challenge, ist egal. Oder irgendein blöder Fehler wieder passiert. Dann wird's halt eine langweilige Challenge, Falte. Wenn du aus? Da oben angekommen bist. Sobald ich auf Pummelup bin, wird's langweilig. Okay, da kannst du... Aber dann bin ich überall gespielt mit Pummelup. Wenn du den Dank erstmal gibst, ne? Den kann ich überhaupt nicht. Hast du gespielt? Natürlich. Um dich zu vernichten! Ja. Übst du dann hinterher auch noch, wenn ich so weit hinten bin? Ja. Okay, ich übe nicht. Ich lasse mir einfach blind drauf ein, weil ist dann interessanter, ne? Jetzt stürzt mich wieder als Schlechten da, ne? Warum? Jetzt bin ich wieder der Böse, weil ich ihn wieder heimlich trainiere. Ja, kann ich auch machen, wenn du Bock drauf hast, ey. Oh, da war eine Bombe. Ja, ich weiß. Ich habe auf sie geschossen, als du da unten standst. Ich habe mir gedacht, er fällt bestimmt drauf rein. Und denkt, ich kann sie nicht steuern, während ich oben in der Luft bin. Weißt du? Geh weg! Geh weg! Komm mal auf! Und Attacke! Nix da. Okay. Stirb-Attacke. Duck-Hunt-Du. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Duck-Hunt-Du gewinne, wenn ich ehrlich bin. Ich bin ja auch nicht gut in mir kommen lassen. Ich gebe zu, ich habe heimlich trainiert mit der Kante. Ja. Auch gegen Level 9 Gegner, die habe ich nie gesehen. Oh, Bowser Junior. Das heißt, du weißt, was jetzt kommt. Da ist er, Ludwig. Du kannst hier. Aber ich glaube, das ist sowieso egal. Die Attacken sind doch alle identisch, oder? Ja. Haben wir nicht alle noch ein spezifisches Set? Das wäre ja voll krass. Nix da. Ist so nutzlos, ey. Nee, die ist nicht nutzlos. Man muss nur treffen damit. Und das ist das Schwierige. Dafür habe ich nicht mal wegen Nestfälle gemacht. Oh Gott! Ich hab's abgewehrt. Ja, durch Zufall bestimmt. Oder hast du das geplant gehabt? Oh, ja, nicht seine Leben. Ja. Jetzt schiebt das auf den Controller. Nee, das ist extra dein Controller, ja? Dein Cheat-Controller. Ich habe auch keinen Cheat-Controller. Ich spiele mit GameCube-Controller. Ja. Müsste eigentlich besser mit sein. Mit dem Pummelloch oder? Mit dem GameCube-Controller. Mhm. Okay. Nice! Ich kann ja ein Junger lenken, weil ich kann nicht. Aber das Schöne ist, dass man den Charakter da nicht behält. Hallo, A drücken. Ja. Ich hab dir gesagt, ich besieg dich auch so, auch wenn du geschummelt hast. So. Schulk. Ich glaube, ich nehme Strandhausschulk. Okay. In Badehose. Das habe ich auch nie gespielt, das Spiel, wenn ich ehrlich bin. Wie heißt es nochmal? Xenoblade? Xenoblade oder so. Das war knapp. Hätte mich beinahe schon besiegt gehabt. Ist ja egal. Da ist die Mama. Mama kommt für dich, Pummelhoff. Die Mama kommt für dich. Jetzt geht gar nichts mehr mit dir, oder was? Ich hab Schuld nie gespielt, deswegen keine Ahnung. Hey, du hast doch geübt immer. Ja, aber ich nicht mit lass allen. Mich immer blind. Nicht mit allen.
Okay. Was ich cool finde, ist die Piranha-Pflanze auch. Oh shit. Jetzt hab ich dich mal besiegt? Ja, ich sag doch, Schulk habe ich nicht gespielt. Ja, aber da kannst du doch auch nicht. Oder? Mehr als Schulk auf jeden Fall. Also, okay. Weil da habe ich doch auch verloren. Ja. Ja, weil warum solltest du denn auch einen Charakter nehmen, wenn du das Spiel nie gespielt hast, oder? Ja. Oh, ich habe auch noch nie Animal Crossing gespielt, oder... Nein? Oder Donkey Kong habe ich gespielt. Hallo? Das kann ich nicht sagen. Das habe ich gespielt. Schlecht gespielt, aber ich habe es gespielt. Peach! Hey. So, ich habe gehört... meine Geheimwaffe! Ich hab gehört, deine... Mario und du haben Schluss gemacht. Wie wär's? Jo! Klar! Ich weiß gar nicht, welche Attacken er alles kann, deswegen muss ich erstmal ausprobieren. Ja, das lasse ich dir aber jetzt keine Chance, ne, so weit vorne. Oh shit. Ich muss auch mittendrin üben. Oh shit. Geht schon besser als mich. Nicht so. Okay. Scheiße. Das war knapp. Wenn ich mich nicht rechtzeitig umgedreht, hättest du mich auch erwischt. Hm. Nur noch 44% hätte ich nicht mehr. Du machst es nicht spannend, Leute. Wieso war das jetzt spannend? Jetzt hättest du fast schon wieder geschafft. Hallo? Nein, es geht um Weiterkommen eigentlich. Ja, und? Ah. Ich weiß nicht, welcher Fahrer mit dem Champ ist hier. Darain. Auch wie heißt das? Final Fantasy, nein, Fire Emblem. Ah, ich mag die Reihe. Ja, es ist ja Punkt obwohl aus. Durch Smash Bros. Als das erste Mal die Fire Emblem Charaktere reingekommen sind, hat das ja unglaublich an Popularität gewonnen, ne? Mhm. Keine Ahnung. Aber ich wüsste auch nicht. Und am Ende machen wir noch an der Stelle einen Stein mit dem Charakter gegen meinen Lieblings und so weiter. Ja. Oder was? Können wir machen. Oh, warum kann ich denn keine Attacke machen? Also junger Link dann gegen Melinda. Ja, ich weiß nicht, ob ich Melinda einsetzen werde. Ich dachte, das ist dein Lieblingscharakter. Vielleicht ist dein Charakter. Piranha Pflanze auch mein Lieblingscharakter. Mhm. Ich erinnere mich schon ein bisschen an Richter, ne? Aus Dingens. Tales of Symphonia. Ein bisschen, oder? Hm? Ein bisschen junger Richter. Ja. Weiß doch noch, wer das ist, oder? Ja. Pac-Man. Ich hasse diesen Charakter. Ja. Ja. Pac-Man war noch ganz wenn gut, die Spiele eigentlich. Wenn ich mit meinem Cousin immer spiele und er wird Pac-Man, weiß ich schon, oh, ich bereite mich schon wieder auf eine auf meinen Hinterwuppen vor. Okay. Wo kann ich denn keinen... Da, den habe ich gesucht. Was denn? So. Scheiße. Was? Friss einen Apfel. Ja. Oh, den hast du clever abgewehrt. Muss ich dir zugestehen. Oh, verdammt nochmal. Hab ich dich erwischt? Ja, hasse. Ja, no shit, hasse. Shit.
Ich hab 5%. Ja. Kannst du ja auch mal verlieren, Kaito. Verdammt. Ja, ich dachte, ich krieg dich noch, aber Pac-Man, wie gesagt, ist... Du willst eigentlich hier durchraschen, ne? Bist du schon in der dritten Reihe wahrscheinlich, ne? Nein, noch nicht. Nein? Auch noch in der zweiten? Nicht. Warte mal, ich weiß es gar, jetzt gar nicht. Ich glaube, du bist auch noch in der zweiten. Ich bin in der zweiten Reihe noch, oder? Ja, so weit bin ich noch nicht. Aber ich habe dafür genau mehr hier oben gehabt als du, ne? Ja, du hattest oben mehr. Daisy! Wie lange wollen wir die Parts eigentlich machen? Wollen wir was im nächsten Part machen? Dann machen wir Fortsetzung im nächsten Part. Dann heißt es Pac-Man vs. Daisy. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Kaito und... Dementio! Ciao!